möglich gemacht. Er ist wirklich zu uns gekommen nach Weingarten. Und ich würde sagen, herzlichen Applaus für Gottfried Adorbe. Ja, genau. Oh, ich bin ganz aufgeregt. War schon immer mein Lebenstraum. Ich habe mich auch extra dafür beworben, das zu machen hier. Ja. Hier seht ihr ein paar Daten zu Gottfried Adorbe. Wie ihr wisst, spielt er natürlich beim KSC gerade. Und beim KSC, muss ich sagen, läuft es ja gerade eher nicht so gut. Er hat das letzte Spiel verloren. Ich glaube 3:0 oder so. Wie ist die Stimmung gerade so beim KSC in der Mannschaft? Ja, ist klar. Stimmung wird nicht so gut sein, aber ist normal. Ist normal. Jedes Jahr haben seine eigene Geschichte. Wir haben versucht, das Spiel zu gewinnen, aber wir können nicht. Die war einfach besser. Also, sondern die haben gewonnen, aber ich hoffe, dann das nächste Mal gut geht. Aber Stimmung, solange wir ein Menschen bleiben, muss Stimmung das Leben weitergehen. Jawohl, also Leben muss weitergehen, auch nach einer Niederlage. Jetzt hat er schon angesprochen, am Samstag geht es natürlich weiter. 1860 München ist zu Gast im Wildparkstadion. Das sind jetzt noch Freitag und ja, der halbe Samstag. Wie bereitest du dich jetzt so darauf vor, die letzten paar Stunden, der letzte Tag so vor dem Spiel? Ja, wir haben schon viel trainiert und wenn man so ein Spiel verliert, dann man will man die nächste Woche wieder gewinnen. So, wir versuchen ein bisschen ein Tick mehr zu machen und dann mehr zu konzentrieren und versuchen unsere Bestes, vielleicht 110% zu geben, damit wir das Spiel gewinnen kann. Ja, das hat auch einen Applaus wert, dass der KSC endlich mal wieder gewinnt, was ich jetzt schnüren wir das Ganze ein bisschen ein und kommen mal zum Thema Weingarten, denn wir sind heute Abend ja hier in Weingarten Baden. Gottfried, hast du irgendeine Ahnung, kennst du irgendwas im Weingarten? Warst du schon mal in Weingarten? Nee. Ich hab nie gehört und unterwegs muss ich noch Daniel anrufen und fragen, wo und wie. Gott sei Dank bin ich hier. Ja, super, dass du da bist, auch wenn du es noch nicht gekannt hast. Weingarten ist jetzt auch nicht so groß, aber er hat es gefunden. Super, Daniel hat den Termin hier abgecheckt, finde ich cool. Gut, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück, als du noch ein Kind warst, also kleiner warst. Du wurdest ja entdeckt in Ghana. Wie alt warst du da ungefähr? Ja, ich war 16 Jahre, wo ich nach Italien gegangen bin, als ich zu bin. Aber vorher habe ich in der Schule gespielt und dann in der Nationalmannschaft U17 gerufen. Und dann bin ich da gegangen und ein Italiener ist nach Ghana gekommen. Ich habe geschaut und dann hat er mich gesehen und hat gesagt, ja, er ist ein guter Pastor. Und dann bin ich nach Italien gegangen. Ja, dass du ein guter Spieler bist, das sehen wir ja Woche für Woche beim KSC. Jetzt bist du ja schon länger auch hier in Deutschland. Vorher bei Hansa Rostock warst du ja. Und Kräuter führt, genau. Aber Hansa Rostock war richtig, oder? Ja. Okay, und wo ist jetzt schon so der Unterschied zwischen den Menschen in Deutschland und den Menschen in Ghana? Wo siehst du da so den Unterschied darin? Der Unterschied ist, die Menschen von Ghana ist sehr fröhlich. Wir kommen mit den anderen auch. Und kein Problem. Aber hier sind meistens Leute sind vorsichtig. Wer ist da? Es ist einfach so, jeder kommt und dann hallo und dann ist er fröhlich und dann lieber damit die anderen umgehen, ohne Probleme zu wissen, wer ist oder was und was macht er und manchmal möchtest du gucken. Es ist eigentlich nicht von hier, so. Aber bei uns ist es einfach, es ist alles locker. Ja. Okay, also die Menschen in Ghana sind irgendwie ein bisschen lockerer als hier in Deutschland, also ihr solltet mal an euch arbeiten. Ja, jetzt sieht man ja auch, du kommst rein im Stadion, du betest vorm Spiel, du bekreuzigst dich irgendwie vorm Spiel oder so. Jetzt hört man ja, Gottfried Adorbe hat schon alles erreicht, hat schon überall gespielt, hat schon in der Bundesliga gespielt, hat schon verdient richtig gut Geld.
hat schon gegen Bayern München gespielt, gegen Schalke 04 schon gespielt. Aber wie ist das? Macht dich der Glaube auch irgendwie fröhlich? Kann man das so sagen? Mein Glaube ist der Wichtigste. Alle diese Dinge da kommt und gehen. Ich war in Italien, war ich weg. Ich bin jetzt nach viel gekommen, war ich weg. Reutlingen weg, nach Rostock. Jetzt bin ich in Karlsruhe. Ich werde auch Fußball aufhören zu spielen. Aber Gott war immer bei mir, weil er lebt in meinem Herz. Und ich habe immer mal ihn getragen, egal wo ich bin. So ich mir, die Glaube ist ganz, ganz wichtig. Weil ich bete zu Hause, nicht nur Fußball, sondern zu Hause, ich lese die Bibel, ich bete mit meinen Kindern, meiner Frau. Manchmal muss ich nicht essen und beten, vielleicht 2-3 Tage. Weil in meinem Leben habe ich gemerkt, ohne Gott hätte ich nichts erreicht. Weil ich war auf der Straße, im Ghetto, mit meinen Jungs und ich war immer unterwegs, viele Sachen gemacht. Und in Ghana, es gibt auch diese Voodoo-Ding da. Es kommen Voodoo-Leute, glauben an Voodoo und so. Und ich habe Kompass, wo die auch dran glaubt. Sind alle in Voodoo da gegangen, schlechte Ding gemacht. Aber am Ende habe ich Bibel genommen, gelesen und dann habe ich den Unterschied gemerkt. Wir haben gemerkt, dass die Liebe von Gott ist anders als die Teufel. Und man muss einfach an Gott dran glauben, weil Gott hat uns Leben gegeben und versucht an Gott zu glauben und dann richtig Leben zu leben. Und das ist Christen, Leben zu leben. Dankeschön, Gottfried. Also Gott ist für ihn wirklich noch wichtiger als der Fußball, ist tatsächlich so. Jetzt hat er mir, also mit dem Gottfried ist echt cool zu arbeiten, er hat mir schon meine nächste Frage vorweggenommen. Wo erfährst du in deinem Leben Liebe? Hat er uns jetzt gerade schon echt cool erklärt. Wie ist das so beim KSC, beim Fußball? Hilft dir da auch irgendwie den Glaube beim Fußball? Und wie sind so die anderen KSC-Spieler? Wissen die, dass du an Gott glaubst? Ja, bei denen ist okay, aber meistens da, die denken, manchmal, ich frage denen, gehst du in die Kirche? Die sagen, ja. Am Weihnachten gehen wir in die Kirche, aber wir haben Christen und neugeborene Christen. Und Christen sind die Leute, die haben nicht Jesus Christus akzeptiert, aber sie sind in der Kirche. Und das ist keine richtige Christen. Du musst Gott als Jesus Christus akzeptieren und dann wirst du neugeboren und dann bist du Christen. Weil Jesus hat Nikodemus, wo die haben getroffen, dass du sollst neugeboren sein, bevor du in den Himmel gehen kannst. Und das ist so, aber bei den Jungs, meistens gehen Weihnachten in die Kirche und sie denken, sie sind Christen, aber ich glaube nicht. Weil es gibt Unterschiede. Wir sind ein neugeborener Christen und ein Christen. Aber ich bin neugeboren, meine Frau auch. Aber no, wenn die Kinder mit sich groß sind, müssen sie auch taufen. Gott hat Jesus Christus akzeptiert, Gott taufen und dann werden auch neugeboren. Und dann wissen wir, dass wir alles in der Neugeborenen, aber Neugeborenen Christen und Christen sind nicht gleich. Okay, eine ganz simple Frage. Hast du eine Bibel daheim und was hat die Bibel für eine Bedeutung für dich in deinem Leben? Ja, die Bibel hat alle Bedeutung. Es ist einfach mein Leben, meine ganze Familie Leben. Ich habe ungefähr 5 oder 6 Bibel zu Hause. Ich habe auch Deutsch, ja, aber meine Kinder, sie können nicht die englische Bibel lesen, so habe ich auch deutsche Bibel gekauft und die lesen die deutsche Bibel. Aber wie gesagt, die Bibel ist mein Leben, ist die Leben, wo ich wirklich alles finde. Das Leben ist in der Bibel, ja. Okay, er hat ja auch 3 Kinder daheim, die dreisprachig aufwachsen, ne? Deutsch, Englisch und der Akzent aus Ghana dann. Genau. Jetzt sind hier ja auch ein paar gute junge Kicker aus Weingarten. Wir haben eine mehr oder weniger erfolgreiche Herrenmannschaft, die dümpelt da unten irgendwo rum.
Aber wir haben hier ein paar sehr gute Jugendkicker auf jeden Fall. Was kannst du denn denen für Tipps geben, was sie noch verbessern können, jetzt im Fußball vor allen Dingen, was sie noch machen können, um vielleicht damals so berühmt erfolgreich zu werden wie du? Ja, Fußball ist ein Sport. Und man muss immer trainieren. Und wenn ich jung war, habe ich sehr viel trainiert. Auch wenn wir nach dem Training trainiere ich von mir selber. Und erfolgreich kann man nicht selber, sondern man muss beten. Alles kommt von oben, alles kommt von Gott. Gott weiß, jeder hat seinen Weg. Und man muss einfach konzentriert sein und an Gott glauben und um Gott beten, was er will werden. Manchmal wir gehen zum Spiel und wir verlieren viel, wo ich nicht Christin bin, weil ich immer sauer und ich schlage Dinge da und ich rede und ich sage viele Dinge, wo ich nicht sagen soll. Aber seit ich Christin bin, habe ich gemerkt, man kann nicht alle gewinnen. Man kann nicht alle im Leben haben. Aber wenn du Gott hast, dann hast du alles. Ja, also. Ja. Also ihr. Ja, jetzt so als abschließende Frage. Du hast ja gerade gute Tipps für die jungen Kicker gegeben. Aber für uns alle, was kannst du für uns, für jeden Einzelnen persönlich, vor allem für die Jugendlichen, was kannst du uns mitgeben auf den Weg in unser Leben? Was hast du so für Tipps fürs Leben? Tipps fürs Leben, da habe ich keine, das ist Gott. Weil Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, gestorben für uns. Und in Jesus Christus hast du alles. Und ich glaube, das Leben selber ist Jesus Christus. Man kann sehen, was er hat auf die Erde gemacht, für uns gemacht. Er hat viele Dinge gemacht, wo er auch gesagt hat, wir sollen aufpassen, auf ihn schauen und so die anderen genommen. Lebe deine Nachbar als du selbst, steht in der Bibel. Und das ist die Wichtige. Ich glaube, wenn man den anderen lebt, der hasst ihn nicht. Er hört ihm, wenn er ein Problem hat. Oder wenn er was braucht, wenn er hat, dann kann er ihm auch geben. So, ich denke, die Tipps für Leben, ich habe keins, aber ich habe nur Jesus Christus als Tipp für Leben. Einfach die Bibel leben, die Bibel lesen, beten und einfach tun, was der Gott sagt. Und das ist Leben. Alle, was wir hier machen momentan, Geld, Häuser oder Fußball, wo ich spiele, so irgendwann höre ich auf und niemand will nicht mehr Gottfried sehen oder der war mal. So wird es sein, aber Jesus Christus ist immer da. Gott war, er ist und er wird immer da sein. So, the Leben ist die Bibel, lesen, beten und Gott seinen Weg verfolgen. Das ist Leben. Ja, Dankeschön, Gottfried Adon. Ja. Ein Fußballer hat natürlich viele Termine, ein Fußballer hat natürlich viele Verpflichtungen. Deswegen wird Gottfried Adowe jetzt auch wieder weiterfahren Richtung Karlsruhe und vielleicht noch ein bisschen trainieren oder so. Heute nicht mehr. Genau, aber morgen wieder, dass er auch fit ist für den Samstag. Gottfried, wir danken dir. Herzlichen Applaus nochmal.